Hallo, in diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie man die neue in Gebäude 5 in Hörsaal 4 eingebaute Hörsaaltechnik für ganz normale Lehrveranstaltungen in Präsenz, aber auch für hybride Lehrveranstaltungsformate nutzen kann. Dazu spreche ich erstmal in die hier eingebaute Kamera, eine PTZ-Kamera, eine Nike-Schwenk- und Zoombare-Kamera, die hier in dem Hörsaal eingebaut an der Decke hängt. Und ich spreche auch in das ganz normale Hörsaalmikrofon, das den Ton sowohl hier etwas verstärkt in den Raum übergibt, als auch als Mikrofon in Zoom nutzbar ist, genauso wie die Kamera. Dann habe ich hier, um so ein bisschen die verschiedenen Sachen zu zeigen, noch eine Handykamera hier hingestellt, die so ein bisschen das Pult filmt. Ich habe ein Tablet da hinten zu stehen, was zeigt, was hier vorne an dem Beamer zu sehen ist. Ich fahre mal die Tafel hier kurz nach unten. Und dann habe ich noch hier einen Laptop auf dem Tisch zu stehen, mit dem ich das Bedienfeld hier filmen kann. So, wenn wir das so ein bisschen durchgehen, also hier an der linken Seite ist der Projektor, der hat jetzt Power. Man könnte den auch vom Bild her schwarz schalten, dann sieht man, dann ist das Bild weg, dann könnte man die Tafel nutzen. Man kann ihn auch genauso wieder einschalten. Man braucht einen Moment, bis das passiert. Dann kann man hier oben die verschiedenen Quellen für den Projektor wählen. Mein Laptop habe ich jetzt nicht angeschlossen. Hier ist ein PC eingebaut in diesen Pult. Den nutze ich jetzt. Das ist sehr schön, weil man dann nicht seinen eigenen Rechner mitbringen muss. Man könnte drahtlos sowas wie ein iPad oder ein Tablet verbinden. Und es gibt noch eine Dokumentenkamera. Auf die schalte ich jetzt mal um. Dann zeigt die hier die Fläche, die unter der Dokumentenkamera ist. Und ich packe da mal die Maus hin und ich schalte auch mal das USB-Eingangsgerät für den Laptop für die Zoom-Konferenz auf diesen Visualizer rum. Dann sieht man, ich habe jetzt hier mal die Maus drunter gelegt. Das ist natürlich schon mal so ein sehr schönes Bild und auch eine schöne Funktion, um irgendwie analoge Objekte in so eine Videokonferenz reinzubringen, um Experimente zu zeigen, um da vielleicht auch ganz zur Not handschriftlich Notizen drunter zu legen. So, und diese Kamera, die hat jetzt hier oben auch noch so ein händisches Zoomrad. Mit der kann man jetzt ranzoomen und ich lege mal die Maus andersrum hin und zoome mal ran. Das ist jetzt die maximale Zoomstufe und da kann man erkennen, da kann man doch schon ziemlich kleine Details dann sehr gut zeigen mit dieser Dokumentenkamera. So, ich zoome mal wieder so ein bisschen raus. Die hat auch Licht, was man ein- und ausschalten kann. Mit dem Licht wird das Bild, wenn es denn eingestellt ist, vermutlich immer besser aussehen. Ich glaube, diese Reflexion, die es jetzt hier gibt, liegt daran, weil ich die Kamera ein bisschen falsch eingestellt habe. Wenn man sie richtig einstellt, gibt es auch keine Reflexion auf dem Tisch. So, also das ist die Dokumentenkamera. Ich schalte mal wieder um auf die normale Kamera und schalte auch den Projektor mal wieder auf den normalen PC um. Dann gibt es hier noch auf dem Tisch so ein Wacom-Zeichentablet. Das ist der Monitor, den man hier wählen kann. Also ich könnte auch die Dokumentenkamera dahin schalten. Das sieht man jetzt vielleicht nur ein bisschen in der Kamera hier, dass sich das Bild geändert hat. Ich gehe da mal wieder auf den PC. Also das ist sowas wie so ein Kontrollmonitor. Hier sieht man die Voransicht seiner Folien. Man kann ja auch mit einem Stift draufschreiben. Und hier wählt man eben die Eingangsquelle für das USB-Gerät. Das ist jetzt die normale Kamera. Das kann man sowohl an den PC geben, als auch, wenn man denn den eigenen Laptop benutzt, an den eigenen Laptop, um das dort in eine Videokonferenz reinzubinden. So, hier drüben sieht man so ein Vorschaubild der Kamera. Ich klicke mal auf das Kamerasymbol drauf. Dann sieht man, die Kamera hat jetzt erstmal Spannung und funktioniert. Es gibt so ein Preset auf das Pult. Das ist genau das, wo ich jetzt schon bin. Und dann gibt es noch ein Preset auf die Tafel. Und wenn ich jetzt mal wieder zurückgehe und das Beamerbild mute und nochmal auf das Kamerabild gehe, dann sieht man, dann könnte man jetzt eben auch, ich habe in einem vorherigen Test hier schon mal was dran geschrieben, könnte man auch hier ganz wunderbar mit Kreide an die Tafel was schreiben und damit eine analoge, klassische Tafelvorlesung jetzt irgendwie digitalisieren, in Zoom übertragen, in eine Videokonferenz übertragen, wohin auch immer. Und die Kamera hat auch noch ein Tracking. Das schalte ich jetzt mal an. Und die Kamera sollte jetzt eigentlich erkennen, dass ich mich hier im Raum bewege. Das funktioniert über zwei so
Sensoren, die hier neben der Tafel angebaut sind. Ich versuche die mal so ein bisschen zu zeigen. Hier sind so kleine weiße Kästen neben der Tafel angebaut. In Kniehöhe, ich weiß nicht, ob man die jetzt auf dem Video gesehen hat, die tracken mit Laserstrahlen, mit LIDAR-Sensoren die Beine und dann weiß das System ungefähr, wo sich hier eine Person im Raum bewegt. Funktioniert auch mit mehreren Personen. Und wenn das alles gut eingestellt ist und gut funktioniert, dann kann man sich hier frei im Raum bewegen. Die Kamera trägt einen immer. Und ihr habt auch so ein paar Presets. Also wenn ich hier am Pult stehe, sollte die eben so einen Fokus auf das Pult machen. Wenn ich in die Nähe der Tafel gehe, dann sollte es so ein Preset auf die Tafel geben, sodass, wenn ich an der Tafel stehe, auch die ganze Tafel zu sehen ist und nicht nur ich so dann in Großaufnahme. So, dann mache ich mal diesen Tracking-Modus wieder aus und gehe mal in die Home-Ansicht. Das ist hier so eine Totale von dem Raum. Gehe mal wieder vielleicht den Fokus aufs Pult. Okay, und dann kann man noch als letztes auf diesem, ich mache auch mal das Beamer-Bild wieder an, dann kann man hier noch eine Aufzeichnung starten, kann lokal auf einem USB-Speichergerät aufnehmen, man kann zentral auf einem Medienserver aufnehmen. Ich gehe mal wieder raus aus dem Menü. Man kann sich überlegen, will ich nur Videobild aufzeichnen, will ich auch das Bildschirmbild mit aufzeichnen. Und dann sieht man, wir könnten jetzt hier mit dem Speicher, der vorhanden ist, auf dem Server irgendwie 160 Stunden aufzeichnen. Das sollte für einige Lehrveranstaltungen reichen. Und das letzte Menü, was es hier gibt, ist für den Ton. Hier kann man eben die Mikrofonlautstärke, die Lautstärke vom PC und die Gesamtlautstärke anpassen. Und das, was ich als letztes vielleicht noch zeigen möchte, was hier natürlich auch ganz wunderbar geht, ist, fahr mal die Tafel wieder runter. Das wäre vielleicht noch so ein Feature, ne? Dass die Tafel allein hoch und runter fährt, je nachdem, ob man den Beamer anhat oder nicht. Was natürlich auch geht, man kann in der Zoom-Konferenz ganz wunderbar eine Bildschirmfreigabe machen. Ich gebe mal hier die Webseite der Uni frei, nur um das zu demonstrieren, wie das aussieht. Also insgesamt denke ich, ist das ein ziemlich schönes Setting, mit dem man ohne große viel Vorbereitung und ohne großen Aufwand sehr schön Präsenzveranstaltungen mit digitalen Medien unterstützt oder eben verschiedenste hybride Formate aus diesem Lehrveranstaltungsraum umsetzen kann.